Dann dachte ich mir, probiere ich mal aus, wie das neue Gesetz funktioniert. Nein, ich bin jetzt nicht sensationsgeil. Auch gerne im Ergebnis sagen können, wo war jetzt das Problem? Ist das wirklich so einfach? Elektromobilität ist natürlich am komfortabelsten, wenn man einfach zu Hause laden kann. Das heißt also da, wo man sowieso wohnt, einfach das Auto anstecken und jeden Morgen mit einem vollen Akku starten. Und jetzt gibt es nach der WEG-Reform die Möglichkeit für Mieter, aber auch für Wohnungseigentümer oder Stellplatzeigentümer, sich eine Ladeeinrichtung zu bauen. Und zwar so rechtssicher, dass niemand etwas dagegen sagen kann. Ist das wirklich so einfach oder stoßen wir da eventuell auf irgendwelche Fallstricke? Gibt es da wieder Ausnahmen? Christian, mit dem wir schon mal das ein oder andere Video gemacht haben, was wir hier oben verlinken, der hat hier zwei Wohnungen und dazu gehören zwei Stellplätze und da möchte er ganz gerne Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge installieren. Und mit dem unterhalten wir uns jetzt mal, ob das so einfach möglich ist. Ich würde sagen, kommt einfach mit. Christian, komm doch mal zu mir. Du hast zwei Stellplätze hier in dieser Tiefgarage. Also ihr besitzt quasi zwei Eigentumswohnungen oben, ne? Genau. Und dazu gehören zwei Stellplätze? Ja, zwei Stellplätze gehören dazu. Die liegen nicht nebeneinander. Und wir wohnen auch nicht selber hier. Wir brauchen eigentlich auch hier gar keine Lademöglichkeit. Aber wenn uns jetzt diese Stellplätze schon mal zugelaufen sind, sage ich jetzt mal, dann dachte ich mir, probiere ich mal aus, wie das neue Gesetz funktioniert. So, einer deiner Stellplätze ist die Nummer 66 und die beiden Punkte liegen nicht direkt beieinander, richtig? Genau, es sind keine nebeneinander liegenden Stellplätze. Das ist einmal die 61 und einmal die 66, das heißt, da liegen noch mal ein paar Punkte dazwischen. Du hast jetzt irgendwie auch nicht die Ambition zu sagen, du bist Ellerbatch, du bist hier der Erste, sondern dir geht es jetzt einfach nur darum, mal zu schauen, ist es kompliziert? Wird sich irgendwas querstellen oder ist es eigentlich ganz unkompliziert? Kann man es einfach umsetzen? Genau, ich bin jetzt dabei, einfach die Sache mal völlig unvoreingenommen zu probieren. Anzustoßen. Wie stehen die Leute dazu? Ja, ich kann mich erinnern, dass einer aus der Interessengemeinschaft vor mehreren Jahren noch Anläufe der Volker noch mehrere Jahre gebraucht hat, bis sich dann durchgesetzt hat, dass er diese Wallbox installieren kann. Nun sind wir ja weiter, wir haben den gesetzlichen Anspruch, also über das darf man das, braucht man eigentlich nicht mehr zu diskutieren. Nur geht um die praktische Umsetzung und ich möchte gerne ergebnisoffen jetzt mal rausfinden, wie das funktioniert. Weder um nachzuweisen, dass es ganz einfach geht, noch um nachzuweisen, dass die Leute dem sehr konfrontativ gegenüberstehen, sondern einfach, ich bin offen, mal sehen, also wohin die Reise geht. Zunächst habe ich die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft kontaktiert, habe gesagt, also ich würde jetzt gerne diesen gesetzlichen Anspruch hier, die Umsetzung dieses Anspruchs in Angriff nehmen. Und dann kam auch sofort eine Reaktion. Ich habe mich erkundigt, wer ist der Elektriker, der hier im Objekt ständig tätig ist. Der wurde mir sofort benannt. Also bis jetzt läuft das alles wunderbar. Dann hatte ich hier mit dem Elektriker einen Termin. Der hat gesagt, das sollte technisch auch kein Problem sein. Er hat allerdings keine Zeit, das umzusetzen, weil er überlastet ist. Gut, suche ich mir einen anderen Elektriker. Also bis jetzt läuft es eigentlich besser, als ich gedacht hatte und schneller. Also ich bin jetzt an dem Thema, ich glaube, 3 Wochen dran. Und bin jetzt eigentlich dabei, dass ich in der kommenden Woche einen Elektriker, der auch Zeit hat und die Kapazität hat, dann hier vor Ort habe, der sich das dann auch anguckt und der mir dann ein Angebot erstellen wird. Dazu muss ich sagen, es gibt für mich jetzt auch keinen Zeitdruck in der Sache, sondern ich will das einfach Stück für Stück durchziehen. Es gibt jetzt niemanden, der konkret hier in 14 Tagen laden muss oder so. Deswegen hast du gesagt, du probierst es jetzt einfach mal aus, oder? Genau, es gibt keinen Zeitdruck im Moment. Es gibt keinen der Mieter, die hier ein Elektroauto haben im Moment. Und deswegen dachte ich, ich fange einfach mal an, den Weg hier zu beschreiten, damit dann, wenn der Bedarf da ist, dann auch tatsächlich die Ladeinfrastruktur vorhanden ist und dann gegebenenfalls auch anderen Nutzern der Tiefgarage zur Verfügung steht. Also ich hege jetzt nicht den Anspruch, dass es für mich exklusiv sein muss, weil ich eben der Erste bin, der das umgesetzt hat und auf die Idee gekommen ist, sondern das kann natürlich dann auch anderen zur Verfügung stehen.
Gibt es denn hier irgendwelche Vorgaben, dass man sagt, oder hat der Elektriker irgendwie gesagt, irgendwie eine Maximallast, die du anschließen kannst? Also dass er sagt, ja, pro Wallbox sind maximal 3 kW möglich oder so etwas? Also ich bin grundsätzlich erstmal von oben gekommen mit der Leistung und habe gesagt, ich würde gerne 2x22 kW haben. Hat er jetzt erstmal Anschauen des Hausanschlusses kein Problem gesehen, aber wenn es dann eben am Ende nur 2x11 kW werden, ist es auch in Ordnung. Ja. So, jetzt seht ihr schon, wie es hier ungefähr beschaffen ist in der Tiefgarage und wir bewegen uns so ein bisschen um diese zwei Ladepunkte herum, die halt eben nicht zusammenliegen. Ne? Der eine liegt da drüben, der andere liegt dort. Aber kann dir jetzt eigentlich diese Eigentümerversammlung da noch einen Strich durch die Rechnung machen? Also könnte die jetzt sagen, nö, Christian, das läuft so nicht, das wollen wir nicht? Also schlussendlich kann sie das nicht machen. Sie können zwar, das sehe ich nicht, dass das passiert, aber den Antrag, den ich da stelle, ablehnen. Das würde dann aber aufgrund der Gesetzesänderung natürlich dann vom Gericht, wenn man sich darüber dann gerichtlich auseinandersetzen würde, gekippt werden. Also dass der Anspruch auf Installation einer Ladeeinrichtung besteht, darüber kann es einfach, gibt es keine Diskussion. Das hat der Gesetzgeber entschieden, Ende. Anderes Szenario, können die sich denn daran beteiligen? Können die sagen, naja, ich könnte mir vorstellen, mein nächstes Auto könnte auch ein Elektro sein und ich würde mich ganz gerne in dem Zuge schon mit an dieser Leitungslegung sozusagen beteiligen, um sozusagen meine und deine Kosten zu senken, dass wir uns das teilen? Selbstverständlich geht das. Also wer sich dann auch dieser Sache anschließt, muss sich dann an den Kosten beteiligen. Und dann kann man natürlich konkret auch über die Umsetzung, über die Art der Umsetzung sich verständigen. Startet man jetzt mehr Stellplätze mit Ladetechnik aus, die untereinander Lastmanagement haben? Oder sagt man beispielsweise, wir haben einen Ladestellplatz oder zwei Ladestellplätze und dort steht immer, wer gerade lädt. Ich meine, wir sind nun lange genug elektrisch unterwegs, um zu wissen, in der Tendenz ist ja jetzt schon so, niemand muss jeden Tag laden. Ja. Ja. Also das heißt, es ist auch nicht erforderlich, dass ich tatsächlich bei den Strecken, die üblicherweise gefahren werden, jeden Tag wieder mein Auto lade. Das heißt, ich kann dann auch sagen, ich habe zwei Stellplätze, die fürs Laden da sind und es gibt einen Pool von Elektrofahrzeugen, die eben andere Stellplätze haben und dann sehe ich auch, da lädt einer. Dann stelle ich mich vielleicht auch daneben, mache meinen Ladeanschluss auf und wenn der wegfährt, fertig ist mit Laden, dann steckt er den Stecker bei mir rein, weil ich den Ladeanschluss geöffnet habe und sehe, dann sieht er, ich will laden dann. Und wie sind die Gegebenheiten jetzt hier, speziell in dem Fall, also sind die eher günstig oder sind die eher widrig zu den Ladepunkten an deinen Stellplätzen sozusagen? Naja, es sind also von der Entfernung zum Hausanschlussraum ist es eher ungünstig, weil das die am weitesten entfernten Stellplätze sind. Aber das ist dann nur eine Frage von der Leitungslänge am Ende und das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten aus. Ich bin da offen, ja, also weiß das auch nicht. Wenn ich jetzt sehe, die Leitungslänge erhöht die Kosten dramatisch, kann ich mich natürlich auch mit anderen Eigentümern ins Benehmen setzen und kann sagen, können wir nicht vielleicht den einen Stellplatz tauschen, dass ich näher an den Hausanschlussraum rantausche. Der Hausanschlussraum sozusagen ist weiter hinten in der Garage, ja. Und deine Parkplätze, die haben ja eigentlich eine recht komfortable Position, die sind halt relativ weit hier vorne an der Ein- und Ausfahrt. An der Ein- und Ausfahrt, ne? Ja. Ja. Okay, ja super. Also ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze zu begleiten. Ich bin gespannt und nein, ich bin jetzt nicht sensationsgeil. Ich möchte jetzt nicht, dass hier was schief läuft, sondern wir wollen ja zeigen, wie einfach Elektromobilität funktioniert und wie einfach das auch mit einer Ladeeinrichtung heutzutage funktioniert. Eigentlich würde ich auch gerne im Ergebnis sagen können, wo war jetzt das Problem? Ja. Es gab tatsächlich keins und am Ende soll es tatsächlich so sein, dass hier dann Ladeeinrichtungen hängen, die dann auch die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen und dann die Gedanken so infiltrieren, dass die Leute ständig an diesen Ladeboxen vorbei müssen und denken, mein Gott, die können zu Hause tanken und ich muss immer noch zur Tankstelle fahren. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden auf jeden Fall jeden weiteren Schritt da begleiten, wenn der Elektriker kommt, sich das er dann erstmal die Begutachtung macht, wenn er dann sagt, okay, wo muss er, wie, was, irgendwie, welche Herausforderung hat der vielleicht dann doch nochmal. Das wird sich ja auch erst zeigen, wenn er dann praktisch sich das mal vor Ort wirklich anguckt und wenn dann natürlich auch die Ladepunkte angebracht sind. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kurzes, knappes Video. Vielen Dank, Christian. Und ich hoffe,
ihr seid mit dabei, wenn wir die Sache jetzt hier sozusagen ins Laufen bringen und schauen, wie kann es denn funktionieren und ob wir denn auf irgendwelche Hindernisse stoßen. Da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und dann seid ihr immer informiert, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Vielen Dank an dieser Stelle und wir sind raus. Tschüss.